Das Image hat mich nie gestört. Ja. Also Drugs ist jetzt nicht mein Ding, aber ja. Sex und Rock'n'Roll, why not? Ja. Passt zum Podcast hier von dir, weil ich finde, natürlich. Und Sex machen schön. Sex durchblutet die Haut so. Ohne Ende. Und hier ist Beauty Williams. The Glow Must Go On. Der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams. Schauspieler und Schauspielerinnen haben ja doch, sag ich mal, hier und da sicherlich das Problem, dass sie immer fantastisch ausschauen müssen. Nicht nur vor der Kamera. Es ist eigentlich das, womit sie ihr Geld verdienen. Mit dem Ausdruck ihres Aussehens, ihrer Seele. Alles spielt zusammen. Da holen wir uns heute ein paar gute Tipps. She's a special woman. She's absolutely drop dead gorgeous. Wie sie das alles macht und wie sie eine Bandbreite von Rosamunde Pilcher beinahe bis zu Actionfilmen schafft, immer blendend auszusehen, das wird sie uns heute verraten. Ich freue mich riesig auf Natalia Avellón. Willkommen. Hey, Judith, so schön mit dir hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Natalia, ich freue mich so sehr, heute mit dir zu sprechen und vor allem über alles, was du bist, wo du herkommst, etc. Alle Geheimnisse. Alle Geheimnisse nur bei mir. Und ich hoffe, du wirst diese Büchse öffnen für uns. Natalia, du bist als Schauspielerin wirklich was Besonderes. Du hast eine riesige Bandbreite und du bist vor allem auch bekannt als die dunkelhaarige Schöne. Hast du dir das so vorgestellt, als du damit angefangen hast? Hast du gedacht, das will ich werden oder war das zufällig? Dankeschön für die Komplimente erstmal. Ja? Ich bin ein Riesenfan von dir, das muss jetzt auch mal gesagt werden. Oh, danke dir. Habe ich mir das ausgesucht? Ich glaube, das ist so eine Mischung. Als wenn du eine Kunstfigur bist, also Künstlerin bist, ja. Künstler bist, dann ist es eine Mischung aus, wer bist du tatsächlich, ja. Wer möchtest du sein und was oder wer wird aus dir gemacht von den Fans, von den Machern, Regisseuren, Castern und so weiter. Die Rolle es, auch, oder? Genau, es ist eine bunte Mischung. Und ich bin jemand, ich mag keine Schubladen, ich hasse Schubladen. Ach, das höre ich von allen Schauspielerinnen. Ja, und wir werden immer in die Schubladen reingeworfen. Ihr seid immer, wie kommt ihr da raus aus dieser Schublade? Du musst dagegen ankämpfen aktiv. Ja? Ich glaube, Schubladen sind dazu da, um den Menschen Sicherheit zu geben. Mhm. Ja, wo gehört was hin? Wie in der Küche. Ja. Gabel, so, Messer, Orientierung. Seit 20 Jahren. So, genau. Ja. Die ist dunkelhaarig, genau. Das ist die. Ja? Genau, genau. Wir Künstler denken immer, es kommt ja auf das Potenzial, auf das Innere drauf an. Aber die Welt ist, wie sie ist. Und es ist ja auch gut so, weil wenn man rebellieren muss, dann wird man kreativ und man strengt sich an, man bemüht sich und erfindet sich immer wieder neu. Insofern ist das alles schon in Ordnung. Und wenn du aus dieser Schublade ausbrichst, wo gehst du dann hin? Was würde dir gefallen, was nicht in deiner Schublade ist? Also meine Schublade ist bestimmt immer noch ein bisschen 2007 Uschi Obermeier. Wildes Haar. Ah. Ich habe sie gespielt. Ja. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Yes. Das Image hat mich nie gestört. Ja. Also Drugs ist jetzt nicht mein Ding, aber Sex und Rock'n'Roll, why not? Ja. Passt zum Podcast hier von dir, weil ich finde, natürlich. Und Sex machen schön. Absolut. Sex durchblutet die Haut ohne Ende. So. Und man soll damit ja den Körper, und verbraucht viele Kalorien. So. Und es ist beinahe wie Sport. Es ist beinahe wie Sport. Je nachdem. Es macht glücklich. Ja, genau. Die Hormone. Ich hoffe. Werden produziert. Ja. Rote Bäckchen. Absolut. Also das ist dein erster Beauty-Tipp. Also mein erster Beauty-Tipp ist Liebe und Sex. Very good. Machen schön. Das stimmt, das finde ich sehr gut. Und kein Gast hat das bis jetzt so offen angesprochen. Siehst du? Ich sag die Büchse ist auf. Sag mal, man glaubt ja immer von euch Schauspielern, dass ihr davon ganz viel habt, ja, von Liebe und Sex und wildes Leben. Ist das wirklich so? Mein Mann ist ja auch Schauspieler. Vielleicht sind da Dinge, die er mir nicht so erzählt. Ja, also hoffentlich nicht.
Also was heißt wild? Mein Leben ist wild dadurch, dass keine Konstante besteht. Ja. Du bist als Künstlerin, als Schauspielerin, wirst du besetzt. Du bist abhängig von Castern, Produzenten, Regisseuren. Mhm. Wenn du drehst, drehst du. Und wenn du gar nicht drehst, drehst du gar nicht. Ja. Ist ganz schön wild, weil man muss sich dann beschäftigen. Man muss sich einfach kreativ halten. Man muss frisch bleiben. Frisch bleiben ist gut gesagt. Ja, man liegt da in seiner Schublade und wartet, bis die Rolle kommt. Ne? Genau. Insofern ist das... das wilde Leben und mein wildes Leben basiert jetzt nicht auf täglich wechselnden Partnern und Drogen und Alkohol. Nee. Also als ich Teenager war, habe ich alles ausprobiert. Für mich war bestimmt wild und ich war immer rebellisch, bis heute noch. Ja. Wenn man mir sagt, du musst das und das so machen, dann kannst du davon ausgehen, dass ich genau das Gegenteil mache. Ah. Ich mag diese Kontrolle einfach nicht und ich denke immer, jeder muss für sich entscheiden und das tun und machen, was sein Inneres ihm auch sagt. Glücklich sein hat ja auch mit Schönheit zu tun. Die schönsten Menschen für mich sind die glücklichen, zufriedenen, ausgeglichenen. Du merkst Menschen an, ich lese gerade zwei Bücher von Tina Turner, die leider verstorben ist. Ja. Unsere Stars verlassen uns. I love her. Ich muss sagen, diese Frau, die berührt einen auf eine ganz besondere Art. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass das nicht immer so war, dass die Leute sie oder wir Frauen sie ein bisschen, darf ich sagen, gebitcht haben. Ist es so? Ja, da wirst du an dieses Kapitel von ihrer Biografie wahrscheinlich rankommen. Ich lese gerade Happiness. Über die spirituelle Reise. Oh, wunderbar. Wunderbar. Sie war Schante mittlerweile auch ihr Mantra. Oh, Schante mal was für mich. Nam-myoho, Renge-kyo, Nam-myoho. Oh. Super. Und ich muss sagen, es ist wirklich magisch. Es entspannt. Ja. Und ich bin eben beim Happiness-Buch. Ja. Ich finde, Tina, wie alt ist sie geworden? 86? 83. 83. Mhm, ich bin großer Fan. Ihre Augen, so liebevolle, tolle, gutmütige, herzliche Augen. Und sie hat wirklich viel Shit erlebt im Leben. Absolut. Wirklich viel. Und die Frau hat sich rausgekämpft wie keine andere. Ja. Und das ist so schwer. Ja. Und hat diese Schönheit, egal in welchem Alter sie war so besonders immer. Ja. Ihre Bewegung, ihre Optik, ihre Haare, ihre Perücken und alles. Ja. Und ich finde immer innere Schönheit, man sagt die alle nehmen irgendwie, trinken viel Wasser, legen sich eine Gurke aufs Gesicht und quatschen dann irgendwas von innerer Schönheit. Mhm. Aber in der Tat ist es so, dass es viele wunderschöne Menschen gibt. Ja. Wenn die aber verbittert sind oder hart oder unzufrieden, Mundwinkel gehen nach unten, dann sind sie einfach nicht mehr schön. Und weißt du, es ist eine Frage der Energie. Ich finde das so toll, dass wir diesen Podcast beginnen mit gleich so einem tiefgreifenden Thema, was beinahe spirituell ist, weil das kommt mir sehr nah. Schönheit kommt von innen. Ja. Ausrufezeichen. Drei Ausrufezeichen. Das unterschreiben wir beide. Das unterschreiben wir. Und Schönheit ist immer, finde ich, auch eine energetische Sache. Auf jeden Fall. Hast du einen Tipp für uns? Ja. Wenn ich jetzt mich nicht so schön empfinde und vielleicht von der Energie mich in einem Mangel empfinde, wie wandle ich das um in eine Fülle, dass ich sage, meine Schönheit, meine Akzeptanz meiner selbst, die fließt. Wie mache ich das? Die spirituelle Reise ist ja mal kürzer, mal länger. Ja. So. Und natürlich haben wir, also wenn wir zurück zum Schauspiel kommen oder wir beide, wir stehen vor der Kamera und viele, vor allem Frauen, denken da draußen, denen geht's immer gut, die strahlen immer, die sind top, die haben die besten irgendwie Beauty-Docs und Cremchen und was ja gar nicht stimmt. Es sieht nur so aus meistens. Es sieht nur so aus? Ja. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber das sind ja so Faktoren, die von außen kommen. Ja. Ne? Also Cremchen so und irgendwelche Getränke. Ja. Ich von mir aus kann sagen, natürlich gibt es die Tage, in denen Hormone verrückt spielen. Natürlich, gehört dazu. Vor der Menstruation bin ich ein ganz anderer Mensch. Ja. Ich stehe auf morgens, schlechte Laune. Ja. Ich bin immer gut gelaunt. Ja. Ich denke, was ist denn los? Ah, okay, zwei Tage vor der Periode, weiß ich schon. Und mein Freundeskreis oder mein engster Kreis weiß schon, okay. Du willst damit eigentlich sagen, lern dich selber besser kennen und achte auf deinen Körper, was er gerade mitmacht auch. Hör auf deine Seele, hör auf deinen Körper, ob es Hormone sind, eben vor der Menstruation oder manchmal hat man einfach nur so schlechte Laune, weil irgendwie steht man mit dem falschen Fuß auf. Ja. Also dieses Schanden ist super, meditieren. Ja. Meditieren. Früher dachte ich immer als junger Mensch, was haben Sie denn alle mit diesem Meditieren? Habe ich auch gedacht. Wenn man einen so ein Mantra hat, was man, es sind ja keine deutschen Worte zum Beispiel, sondern
Das ja. ist ein buddhistisches Mantra. Man versteht es nicht. Das Gehirn fokussiert sich auf dieses Mantra. Und es geht um Entspannung. Ja. Mhm. Die Gedanken flitzen vorbei. Man entspannt sich. Man mhm. atmet durch. Man nimmt sich 5 Minuten für sich vielleicht. Mhm. Ich meditiere manchmal auch auf dem Fahrrad, wenn ich unterwegs bin. Ja. Denke, oh, der Kopf ist gerade voller komischer Gedanken. Ja, schnell weg damit. Weg, Fokus ja? ändern. Auf was Positives. Ah, sehr gut. Das ist auch oft schwierig. Von negativ auf positiv den Fokus umändern. Genau. Dankbarkeit. Ich habe jetzt schon 3 Megatipps. Also, das erste, lerne deinen Körper kennen. Ja, und deine Seele natürlich. Und deine Seele. Uns. Und wir Frauen, wir erliegen manchmal den Hormonen. Ja. Aber das macht uns ja auch sensibel. Nicht ja. nur für uns selbst, ja. sondern auch für andere. Ja. Das zweite ist Mantra, Meditation. Ja. Diese Dinge, da drin ja. liegt eine Kraft. Ja. Und das dritte ist Dankbarkeit. Was bedeutet Dankbarkeit. Dir Dankbarkeit? Ist das für dich so, sag ich mal, wie eine Medizin, die Unzufriedenheit in positive Energie verwandelt? Ich bin auch ein spiritueller Mensch. Ich lese sehr viel darüber. Ich höre mir Motivationsredner ja. an, Frauen, die ich toll finde, Männer, ja. Menschen. Ich möchte immer dazulernen. Und bei Dankbarkeit ist es so, viele Menschen fokussieren sich darauf, was sie nicht haben, was fehlt. Ja. Das verursacht immer negative Gefühle. Genau, das Minus, du bist im Minus. Du bist im ja. Minus und denkst, oh, ich wäre jetzt gerne, aber ich habe nicht und ja. so. Aber was, wir haben so viel. Es geht ja schon wirklich, ich kann dankbar sein heute für die wunderschönen Blumen hier. Ja. Für dich, dass du mich eingeladen hast, dass ja. wir einen tollen Austausch haben. Ja. Dass wir uns hier nochmal anders kennenlernen. Ja. Ich kann heute dankbar sein, dass ich aufgestanden bin und die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Ein Bett habe. Ein Bett, das mich warm ja, hält. Oder ja. ein Haus, ein Zuhause, das mir Schutz gibt. Ganz genau. Und dann kommt man so, dann kommt man immer besser drauf und besser ja. drauf und denkt, ach, so schlecht ist das alles gar nicht. Ja, ganz genau. Dankbarkeit ist ein Power Weapon, muss man wirklich ja. sagen. Ne? Und ich bilde mir ein, ja. also ich bilde mir gar nichts ein. Ja. Alles basiert ja auf Energien und Atomen. Ja. Ja, definitiv. Also wir spüren ja Atome in der Luft, die wir nicht sehen. Mhm. Energetische Aber Austausch, die wir auch spüren. Die spüren mhm. wir. Genau. Ich spüre gute Atome bei dir übrigens. Danke auch. Sehr gerne. Unsere Atome sind stimmig. Genau. Sehr gut. Unsere Atome matchen. Ja. Es wäre auch ein guter neuer ja. statt Tinder und so weiter. Ja. So ein Atommatch. Ein Atommatch. Weißt du? Das wäre sehr gut, ja. Richtig. Ja. Und wenn man sich positiv auflädt, mhm. das hat ja immer Ursache und Wirkung. Das geht nicht, das verpufft nicht, das bewirkt was. Und ich meine, wir brauchen ja irgendeinen Strohhalm. Wenn es uns mal nicht gut geht, brauchen Absolut. Wir einen kleinen Strohhalm, an dem ja. wir uns festhalten. Ja. Besser als nichts tun. Besser als so. Nichts tun. Und ich habe noch mal einen ganz besonderen Tipp. Ja. Und ihr glaubt wahrscheinlich zu Hause, das ist richtig bekloppt. Umarme dich selbst. Oh ja. Also wirklich, ja. ich habe ja. ja manchmal wirklich so Stage Fright. Ich bin ja fürchterlich aufgeregt. Als ja. Schauspieler. Aber das merkt man dir und mir nicht an. Oh, aber wie schaffen ja. wir das? Ich frage mich manchmal selber, wie schaffe ich ja. das? Und dann musst du da eine Rede halten ja. vor 5000 ja. Leuten. Ja. Ich sterbe schon 2 Wochen vorher. Ja. Das ist so schlimm. Und nachher sagt mein Team, oh, hat ja gut geklappt. Ja, und ich stehe da und denke so, okay, und jetzt könnt ihr mich einliefern. Ja, ja? Das hast du auch. Ja. Was tust du dagegen, gegen diese Aufregung, Vorträge? Du Viele umarmst dich. Ich umarme mich. Ich mache direkt so, davor? Ja, so 2 Wochen lang. Zwei Wochen lang beklopfe ich mich ja. überall. Den ganzen Tag Energie, hau ich Energie, drauf. Energie, ne? Ja, Energie. Genau. Ich sage, ich bin da, alles ist gut. Mhm. Machst du das auch? Ich umarme mich auch manchmal, jetzt nicht so oft, aber ich finde es gar nicht abgefahren, sondern alles, was uns gut tut, ist ja, gut. Ja. Und so viele Menschen schreiben darüber, die weise sind und intelligent sind und denen es gut getan hat, also muss was dran sein. Ist was dran. Ich bin auch wahnsinnig, ich habe Lampenfieber, mehr oder weniger manchmal. Also im Schauspielbereich, ich weiß, was ich kann, da habe ich kein Lampenfieber ja. in dem Sinne. Ich bin so positiv aufgeregt, excited. In Happiness. Oh, es geht wieder vor die Kamera. So, genau. Ja, und toll. So kribbelt super und Energie. Schmetterlinge im Bauch. Schön. Wie verliebt sein. Ja, schön. Super. Ja. Aber zum Beispiel letztens, ich bin eine der Botschafterinnen für Stiftung Lesen. Oh, wie und toll. Und da musste ich einen Preis übergeben.
und habe mich selbst über mich selbst gewundert, weil ich dachte, warum bist du jetzt so aufgeregt? Weil mir das so wichtig war. Ja. Und ich dachte, oh Gott, und ich musste auch was vorlesen. Mhm. Im Prinzip, und da waren Menschen aus Politik und Wirtschaft und so weiter. Das war nicht mein... Ah, nicht deine Crowd. Nicht meine Crowd. Ja, genau. Und dann ist es, glaube ich, alles nur menschlich, weil ich glaube, wir Menschen haben diese Angst vor sich blamieren, ausgestoßen zu werden. Das ist ja so ganz rudimentär von früher noch. Natürlich. Und da hilft Visualisierung. Ja. Du siehst, wie du hingehst, wie du das liest, wie du das ablieferst, oder? Genau. Ja. Es wird toll, sich auch wirklich das einreden. Es wird toll, ich bin fantastisch, ich bin gut, ich bin gut vorbereitet. Genau. Ich mache das für die Stiftung jetzt gerade und es hat ja nichts, ich glaube nicht, dass es mit Egoismus zu tun hat, sondern mit der Wichtigkeit von etwas. Ja, und das ist auch beinahe wie Schänden, finde ich, wenn du morgens aufstehst. Viele gehen ja morgens, und ich habe mich selber schon erwischt, auf Instagram und dann gucken. Ja, ja. Wenn du diese Pandora-Büchse morgens schon öffnest, dann denkst du schon den ganzen Tag, oh, ich bin nicht so schön, so schlank wie alle da auf Insta. Die haben alle das Mega-Leben. Die Jetsetten da nach Puerto Rico und wer weiß wohin und schauen den Papageien beim Fliegen zu. Ach, was haben die ein dolles Leben und ich sitze hier rum. Ja. Also damit dir das nicht passiert, weil das ist eine Energie, die brauchen wir nicht, würde ich gleich ins Badezimmer gehen und in den Spiegel schauen und sagen, hello gorgeous, good morning, du kannst es, du schaffst das, überall klopfen, wo es hilft. Ich bin der gleichen Meinung, es ist toll und ich habe letztens auch mal wieder jemanden gehört, der gesagt hat, überlegt euch mal, wie sprechen wir mit uns selbst? Eben, wenn wir Lampenfieber haben oder einen Fehler begangen haben. Riesiges Thema. Und blöde Nuss und Versager, oder, also ich übertreibe jetzt mal, aber man spricht mit sich selbst. Oft erwischt man sich negativ. Ja. Würde man so mit seinem Kind, mit seinem Partner, bester Freundin, Mama reden? Nein, du würdest motivieren, würdest sagen, du schaffst das, es war super, wow. Und das müssen wir lernen. Oder wie wünschst du dir, dass andere mit dir sprechen? Ja. Und wenn du das mal vergleichst, wie du selber mit dir sprichst, dann weißt du sofort, was du ändern musst, oder? Genau. Also diese Schönheitskapitel, das haken wir beide erstmal ab und sagen, bravo, genau so ist es. Weil das ist die innere Schönheit. Ich sag's ja, Liebe. Liebe. Sex ist das eine, genau. Aber Liebe, ich meine, wie schön ist es, weißt du, wenn ich manchmal bei mir, ich lebe hier in Wilmersdorf im Westen von Berlin und da sind ganz viele so ältere Berliner Damen, die Wilmersdorfer Witwen vielleicht. Ja wirklich? Wie sind die so? Die sind sehr souverän, cool, sehr reich, unabhängig. Oh, wirklich? Und mich freut es immer wieder, wenn ich so unterwegs bin auf der Straße und dann kommt mir so eine Dame oder ein älterer Herr entgegen und sagt, Mensch, Sie sind so schön oder Sie haben so einen schönen Hut oder ihr Lachen oder einfach nur Hallo sagen, guten Tag. Ja. Das macht mein Herz auf. Ja. Weißt du, nicht diese Anonymität, alle gucken runter, niemand interessiert sich für den anderen. Ja. Wer begegnet mir da? Schön. Und das macht viel aus. Jetzt möchte ich von dir ein paar Beauty-Tipps wissen. Du vor der Kamera, in all deinen unterschiedlichsten Rollen, hat man das Gefühl, du glänzt, du strahlst, du siehst immer sexy aus. Danke. Ich habe mal einen Flirtkurs gemacht, weil ich wollte auch mal sexy wirken. Bist du? Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ich bin bei diesem Flirtkurs, glaube ich, durchgefallen. Es hat nicht, weil ich bin fürchterlich schüchtern, gerade Männern gegenüber. Ja. Das hat nicht funktioniert. Ja. Wenn du jetzt für mich so einen Tipp hättest, ich möchte auch, so wie du, so eine tolle weibliche sexy Ausstrahlung. Muss man in eine besondere Art sitzen? Muss ich die Lippen so ein bisschen rausstrecken? Oder Haare werfen? Haare werfen, Was mache ich? Interessanterweise, ich glaube, wir sind uns ähnlicher noch als gedacht. Ja. Für mich gibt es einen Unterschied, wenn ich auf einem zum Beispiel Event bin, auf dem roten Teppich. Ja. Ich werde fotografiert. Mhm. Ich spiele eine Rolle oder promote ein Projekt. Dann flirte ich gerne mit der Kamera. Mm. Das ist die Kamera, die ist ungefährlich für mich. Die liebe ich, die kenne ich, die kennt mich. Finde ich auch. Und dann, natürlich ist es wichtig, dass man gerade läuft oder sitzt, Bauch rein, Brust raus, hat meine Oma schon immer gesagt. Bauch rein, Brust raus, gut. Kinn hoch, nicht runter. Ah, Kinn hoch, okay. Aber wirklich, gerader Rücken macht sehr viel aus bei einer Frau, finde ich. Sieht immer jünger aus. Sieht toll aus, souverän, sexy. Ja. Ich mach das mal so. Ich bin aber wie du, ich kann privat flirte ich nicht. Du auch? Mit wem soll ich denn flirten? Wo denn? Wenn ich ins Restaurant gehe, in eine Bar, das
das interessiert mich alles nicht. Ich bin auch, dass ich flirte, muss ich gut gelaunt sein. Ich mache das gerne mit Humor. Ich flirte gerne mit Humor, weil ich auch Männer mit Humor einfach liebe. Ja. Ich bin jetzt nicht die, die jetzt mit Dekolleté oder irgendwie mit Ausschnitt oder irgendwie sich vorbücken. Oder so. Das ist nicht mein Ding. Nee, das mache ich auch nicht. Vorbücken, habe ich immer Angst, der Busen fällt raus. Das ist alles nicht gut. Ich glaube, der beste Flirt ist einfach, man selbst zu sein. Ja. In welcher Form auch immer. Es gibt ja, ich finde zum Beispiel schüchterne Männer viel sexier als diese Machos, die so. Gibt's die noch, die schüchterne? Ja. Gefällt mir gar nicht, finde ich. Also doch, ich finde schüchterne Männer toll, aber ich habe noch selten einen erlebt. Ja? Hast du oft schon schüchterne Männer gefunden? Ja, zurückhaltend, also eher die Beobachter, die so die Gentlemen, die die sind spannender. Oh, wie toll. Also die musste also wirklich halte an denen fest, weil also ich sag's dir, in meinen 7 Uhr morgen Business Flieger sitzen die knallen die Koffer oben rein und ich stehe da mit meiner kleinen Handtasche und sag auch, wenn neben ihrem Koffer noch ein Hauch für meine Handtasche, ja, schauen Sie mal, so ungefähr. Horror, ich sag's dir, im Business, dann muss man sich bei dir umschauen. Da muss man sich mit mir unterwegs sein. Ja. Und, aber wie gesagt, ich bin keine Flirtmaschine, ich flirte mit der Kamera, da kokettiere ich gerne. Ja. Privat bin ich auch wirklich eher, privat stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt. Wenn ich essen gehe, wenn ich tanzen gehe, mache ich jetzt hier nicht alles auf Teufel komm raus, dass alle sagen so, nicht, klar. Das ist Natalia Avelon, sondern hier, wer ist die? Nee, dafür bin ich auf der Bühne. Das ist dann meine Bühne. Also so ein bisschen flirty, das macht schon mal attraktiver. Das werden wir beherzigen. Ein bisschen flirty ist aber wirklich selbst zu sein. Egal wie man ist, die eine ist lustig, die andere ist melancholisch, die andere ist schüchtern. Das hat alles seinen Charme. Ja, das stimmt. Und es gibt immer einen Abnehmer oder eine Abnehmerin dafür. Ja, das stimmt. Und man dockt da an, wo die Energie dann passend ist. Und wenn man sich verstellt, dann zieht man immer die falsche Person an. Das darf man nie vergessen. Das stimmt. Das geht immer nach hinten los. Bist du jemand, der ein Beauty-Ritual hat? Oder bist du eher so, oh, kaltes Wasser ins Gesicht und los geht's? Ich habe gelernt, morgens früh warmes Wasser zu trinken mit Apfelessig und Natron. Davon wird man schlank, ne? Ist es so? Nee, frage ich dich. Ich glaube, das ist schon mal gehört. Entgiftet und es ist basisch und tut dem Organismus gut. Oh, das mache ich sofort morgen. Und der Körper freut sich morgens. Wir schwitzen ja morgens, verlieren auch Mineralien, Spurenelemente. Ja. Und dann erstmal vor dem Frühstück. So, dann habe ich gelernt, eine lange Pause zwischen Abendessen und Frühstück, dieses Mini-Fasten, super gut für den Körper. Sehr gut. Früher dachte man immer, man muss um 6 und 7 essen, um Gottes Willen. Das regt die Selbstheilungskräfte an. Genau. Super. Manchmal habe ich so eine Freundin von mir, mit der ich Leichtathletik aktiv war früher, hat was rausgebracht. Das ist so ein aus Silikon, so eine Hülle. Dann füllt man da so ein Serum ein und Wasser und dann gefriert man das. Und das ist so eine Eiskugel. Und da kannst du dir morgens übers Gesicht fahren und das durchblutet. Das gibt dir so einen Energiekick. Das mache ich auch gerne, vor allem im Sommer. Du mischst dein Beauty-Serum mit Wasser? Ich nehme immer Mineralwasser, also kein kalkhaltiges Hahnwasser. Ja, oder destilliertes Wasser. Oder destilliert, genau. Tust du das rein? Wie ein Ice Cube? Wie ein Ice Cube. Wie doll. Mit Serum und rüber übers Gesicht, Dekolleté und den Hals. Oh, da bist du aber wach. Da bist du wach. Kalt duschen. Ja. Kalt duschen, also wenn man warm duscht und dann so ein Schuss, so ein Eiskalt. Kick, eiskaltes Wasser zum Schluss. Super. Ja. Meine Haut ist super empfindlich. Aha, wie ich wahrscheinlich auch. Ne? Ja, Spiegel der Seele. Ich vertrage wenig. Also alles, was sehr teuer ist, La Mer und so, das mögen ganz tolle Cremes sein für 500 Euro und so weiter. Die sind mir zu reichhaltig. Meine Haut flippt aus. Ja. Ich habe mein Hyaluronserum. Das ist gut, würde ich Retinol, auch sagen. Ja. Plus Vitamin C. Ja, sehr gut. Ich habe zum Beispiel letztens kürzlich für nachts Avocadoöl gekauft. Sehr gut, ja. Das mache ich, das tut mir gut. Ja. Man sieht jetzt, ich bin ja jetzt nicht faltenfrei. So, ich bin 43 und ich fühle mich wohl. Wunderbare und ich Haut. Ich finde, ich sehe gut aus. Du? Ja.
Ich finde das interessant, dass du Avocadoöl sagst, weil ich liebe Avocadoöl. Vor allem, ich rühre das in sämtliche verschiedenen Kosmetikprodukte von mir hinein. Aber nicht nur von mir, wir produzieren ja viele verschiedene. Ja. Also Avocadoöl kaufen wir in rauen Mengen ein. Ich finde Avocadoöl zusammen mit Vitamin C wirklich sehr, sehr gut. Ja. Glättend und hat halt eben viel Vitamin E. Ja. Und das pimpt ja, Vitamin C und Vitamin E passen ja super gut zusammen. Es ist interessant, dass du das sagst, weil meine Vitamin-C-Linie hat viel Avocadoöl auch. Siehst du? Ja, ja, toll. Hast du, du hast alles richtig gemacht. Auch. Das muss ich schon mal sagen. Also, geeiste Haut, Avocadoöl, Vitamin C. Genau. Mhm. Retinol. Retinol abends. Dazu abends. Genau. Muss man immer gucken, was man mischen darf und nicht. Genau, ne? Genau. Lichtschutzfaktor, das ist sehr spät bei mir ins Leben gestoßen. Sonne ist halt... Sonne ist im Prinzip der Feind der Haut, muss man sagen. Sonne, das muss ich leider als Hautexpertin sagen. Sonne, Kinder, so schön wie es ist, lieber selbst Bräuner nehmen. Und ich liebe halt Sonne. Ja, gut. Für die Seele ist es so gut. 20 Minütchen so in die Sonne, den Körper Vitamin D tanken lassen, liebe ich. Ich war gerade auf Kreta. Oh. Es war so toll. Und ich sag's dir, der Unterschied, ich komme nach Berlin zurück, meine Haut verändert sich wieder komplett. Auf Kreta viel Salat gegessen, viel Sushi gegessen, viel Gemüse. Mm. Ich weiß gar nicht, ob ich Fleisch gegessen habe, vielleicht einmal. Ja. Fisch eben beim Sushi. Ja. Viel getrunken, also auch mal ein Drinkchen und dann Weinchen, aber ne, Wasser, Meeresluft. Mm. Meine Haut war wie nach einem Lifting. Also es war einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Absolut. Erholt, die Luft und auch das Wasser macht einen ganz großen Unterschied. Ja. Natalia, wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue und was du alles schon gedreht hast, du hast ja auch gesungen, du hast ja Love Kills aufgenommen, ein besonderes Album. Also ich merke schon, du versuchst dich gerne an allem, was du möchtest. Du willst aus dieser Kiste quasi heraus. Das finde ich, ist dir das in die Wiege gelegt? Kommt das von Mama? Kommt das von Papa? Du kommst ja ursprünglich aus Polen. Ja, die wilde Polin sozusagen, genau. Ich bin gebürtige Polin, habe dort 9 Jahre verbracht, bin mit 9 hierher gekommen. Ich bin eigentlich, also ich bin Deutsche, ich habe 9 Jahre von 43 in Polen verbracht. Ich bin hier mit der Kultur, mit der Wirtschaft. Kannst mit der Bildung. Du noch Polnisch? Na, oczywiście. Oh. Ich kann also sowas von auch Akzent. Kannst du. Ich habe auch in meiner Modelgruppe eine Model, bitte jetzt nicht, don't be offended, aber meine wunderbare Anna, die ist wirklich ein Model bei mir, in Mode und Kosmetik. Ja. Und sie kommt aus Polen und wir beide sind Schwestern. Ich kann mich auch polnisch unterhalten mit dir. Du gehst das Polin durch. Ja, absolut. Mit Akzent, diese kannst du machen. Sage mal, ich würde euch jetzt wirklich, da darf sich jetzt, Leute, man darf auch nicht übertreiben. Nein. Man muss auch wirklich Dinge mit Humor sagen. Bitte seid nicht offended. Aber, und liebe Anna, wenn du mich jetzt hörst und das hörst, denkst du, oh, sie äfft mich nach. Aber sie ist so sportlich. Das ist charmant, das darf man alles machen. Und viele, ich habe auch einige Freunde, die mich sehr gut nachmachen können. Natürlich. Und ich finde das herrlich. Ich finde, das ist das größte Kompliment. Mich hat mal der Kalkofe nachgemacht. Ja. Das ist das größte Kompliment, was man haben kann. Und Humor ist sowieso das Wichtigste im Leben. Das hält gesund und jung und frisch und liebreizend. Aber ich muss sagen, ihr Polinnen, ihr könnt kochen, ihr könnt backen. Das muss ein Gen sein, was ihr habt. Sag ich ja. Und das ist jetzt überhaupt keine Hausfrau. Es darf auch kein das ist doch toll. Schimpfwort sein. Im Gegenteil. Also wenn jemand gerne kocht und zu Hause, ist es toll und so. Meine Oma hat wahnsinnig viel gebacken. Hast du was von ihr gelernt? Ja, meine Oma hat so viel gebacken. Ich habe natürlich ganz lange nicht mehr gebacken, weil wer backt denn heute? Also wir kriegen ja alles da draußen. Ich habe die Backmischung, die haue ich rein. Und Bio und glutenfrei, laktosefrei und Hafer und dies und das. Halleluja. Man braucht Leidenschaft, um zu kochen und zu backen. Ne? Hast du so einen Geheimtipp, wie gelingt der Kuchen besonders gut? Muss man die innere Ruhe haben oder das besondere Rezept? Was ist wichtiger? Liebe. Also vielleicht hängt es euch schon wirklich, woraus? Aus den Ohren? Du bist mir so sympathisch. Love is the most important. Love is the way. Wirklich, das ist, ich finde, ganz simpel. Liebe, also wenn ich, Sterneköche, gut, die lieben das. Aber du merkst, finde ich, beim Backen oder Kochen, kulinarisch, ob jemand das leidenschaftlich mit Liebe gemacht hat. Ja. Das sind die Details, das sind die Zutaten, auf die man achtet. Ja. Und wenn man eben eine Backmischung raushaut, raushaut. Ja, das mache ich leider. Mit Liebe kann es auch gelingen. Ich mache es ganz liebevoll. So. Ja.
wird halt nochmal anders, als wenn man die zu dann, als wenn man sich hier beim irgendwie bei dem Gemüse bedankt, dass es da ist. Und danke, so, ne? Karottchen. Und beim großen Backen, wir haben ja 10.000 Euro für die Arche, weil für die ich auch Botschafterin bin, gewonnen. Und toll. Das war für mich einfach, das war der Grund, da mitzumachen, weil ich dachte, ich möchte diese 10.000 für die Kids gewinnen. Oh ja, das ist so wichtig. Und ich habe so viel Liebe reingehauen. Ja. Und sogar mein Finger, der ist Gott sei Dank nachgewachsen. Ja. Die Fingerkuppe habe ich mir abgesäbelt. Und dann hat Backen? Ja. Und dann hat das Universum gesagt, so Mädel, und du gewinnst. Du kriegst das jetzt. Ja. Oh, hat sich alles gelohnt. Sag mal, nimmst du beim Backen einen Timer? Weil ich backe dann mit viel Aufwand, meine schönen Backmischung. Aber bei mir kommt öfters die Freiwillige Feuerwehr. Ja, bei mir ist noch viel Luft nach oben, muss ich sagen. Nach oben, wir können ja zusammen Flirtkurse, ich würde, Backkurse. Bitte komm in meine Küche. Ja. Ich habe jedes Gerät dieser Welt. Ich weiß nur nicht, wie es funktioniert. Ja, ich lade dich hier mit ein in meine Küche. Danke. Und wir machen das mit ganz viel Liebe. Wir machen das mit ganz viel Liebe, egal was da rauskommt. Ja. Was kommt dabei raus? Jetzt habe ich aber noch mal eine ganz indiskrete Frage. Bitte. Weil ich habe einige Freundinnen, die können mega backen. Und das schmeckt so gut, was die alles backen. Ja. Aber die haben eine Figur. Ach. Halleluja. Gigantisch. Du würdest glauben, sie leben nur von Luft. Von Luft. Ja. Wie hältst du deine Figur, wenn man so backen kann? Ich zum Beispiel hier, wir trinken gerade hier Espresso, Cappuccino, Eiskaffee. Diese, ich könnte die Macarons essen. Die Macarons, ich liebe Macarons. Und ich, die Praline, könnte, die werde ich hier auch gleich. Aber ich muss mich zurückhalten. Ja. Wie machst du das mit, oder isst du wirklich nichts? Ich esse nichts. Wirklich? Nee, ich tue nur so. Nein, das ist natürlich alles Luftdiät? Ich bin wirklich ein ehrlicher Mensch. Ja. Ich habe kein Problem ich habe auch kein Problem zu sagen, Leute, ich habe hier in meiner zwischen der Stirn Zornesfalte Botox reingemacht, weil die braucht kein Mensch, die Zornesfalte. Ich kann noch, weil ich Schauspielerin bin. Musste aber ich möchte nicht so durchs Leben rennen. Nee. Habe ich kein Problem mit. Ja, normal. Ich liebe natürliche Zustände, bin Fan davon. Wenn mich das aber stört, gehe ich zu meiner Ärztin, die ist Profi. Es muss ja nicht so krass. Genau. Habe ich kein Problem. Ich bin ehrlich. Ja, sehr gut. Bei der Figur. Ja. Gene, es gibt wirklich genetisch, der eine hat einen stärkeren, schwereren Knochenbau. Das ist bei mir keine Knochen, ist einfach Fett. Das ist, ich kann dich da beruhigen. Das ist eine super Figur, du siehst top aus. Ich habe so eine schöne Schlankstützgeschichte. Du siehst super aus und wirklich durch die Bank. Ja. Meine Freundinnen sind alle Fans von dir, weil du einfach eine Aura hast, eine Ausstrahlung, eine Energie. You're so kind. Danke. Herzchakra. Das ist es. Und dann noch eine Topfigur. Oh, ich danke dir. Ich sage immer, ich habe ja auch so Mädels, die sagen, oh Gott, ich esse nichts und ich nehme zu. Und dann sehe ich die Chipstüte. Ja, nur heute. Ich. Und dann so zwei Tafeln Schokolade. Ja, aber das war nur heute, weil ich war so frustriert. Morgen. Dann Soßen. Ja, nur heute. Und Eisbecher, nur heute. Alles nur heute. Ich bewege mich sehr viel. Oh, was machst du? Einfach wirklich, ich nehme die Treppe statt Aufzug. Ich renne durchs Leben. Zumba. Zumba im Alltag. Ah, im Alltag. Das Treppensumba. Gut. Das, So. Ich bin dadurch, dass ich gluten- und laktosefrei lebe, fällt ganz viel weg, was sehr viel Spaß macht im Leben. Ach, das gute Weißbrot das mit gute den leckeren Weißbrot. Dips. Baguette mit dem Käse. Ich esse viel Gemüse, ernähre mich gesund, weil ich möchte gesund bleiben. Ich investiere lieber jetzt in meinen jungen Jahren in mich. Bravo. Als in die Medizin und in die Ärzte dann, wenn ich älter bin. Ja, absolut. Weil das kommt raus irgendwann. Und ich sage dir, das ist so wichtig, weil die Ernährung von innen. Ja. Und ich merke gerade bei diesem Podcast, und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt, dass wir ja auch heute sehr viel über alles, was innen ist, sprechen. Ja. Und ja. wir beschließen das Ganze quasi mit der Ernährung. Ja. Mit dem, also zuerst haben wir uns gefüttert mit den positiven Gedanken, mit all deinen wunderbaren Tipps. Und wenn ich das so im Resümee fühle jetzt, dann ist es wirklich quasi der große Mantel oben drüber, ist die Liebe zu sich selbst. Auf jeden Fall. Die sich dann umdreht in ein Strahlen, in eine Liebe, die du an dein Publikum weitergibst. So ist es. Auch das, wenn du ein Resümee führtest am Ende deines Lebens, was muss da noch hinein? Was würdest du gern noch machen?
auf jeden Fall noch ganz viel Reisen. Ich liebe Reisen, ich liebe es, Kulturen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, vom Fischer über Bäckerin bis zum Atomphysiker. Das ist so spannend, das bildet, erweitert den Horizont. Was möchte ich noch erleben? Beruflich auf jeden Fall noch sehr viel mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich mir das wünsche. Schauspielerei natürlich. Ja, ja. Noch singen. Ich möchte einfach ich möchte nichts unversucht lassen oder ich möchte nicht bereuen, etwas nicht versucht zu haben oder getan zu haben. Bravo. Sondern wonach mir ist, wonach mein Herz sich sehnt, das möchte ich mir erfüllen. Mhm. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ich möchte niemanden verletzen, das ist mir das Wichtigste, aber das ist mein Leben in meiner Hülle, dieses eine Mal. Und ich bin offen für so vieles. Oh, toll. Rein damit. Also, rein. Liebe Natalia, ganz großes Kompliment. Ich erlebe hier eine Frau, die strahlt. Danke. Eine Frau, die sich freigestrampelt hat, die offen ist für alles, was das Universum in deinem Seelenplan noch für dich vorgesehen hat und damit in dem schönsten Fluss des Lebens ist. Dankeschön. Hab mich sehr gefreut, dass du heute da gewesen bist. Danke. Bitte komm wieder, weil ich könnte weiter quatschen. Lass uns weiter fließen. Lass uns weiter fließen. Das machen wir. Und ich bin zum Backen da. Ach, das ist toll. Also, die Verabredung. Die steht. Und dann, ich freue mich auf deine polnische Backkünste. Ich hoffe, sie stecken mich an. Danke, liebe Judith. Danke dir. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The glow must go on. Ein Podcast von All Years on You.